Basti, wo bist du? Basti! Kevin, hallo? Ich bin am Berg. Ich habe weiteres Glas beschaffen. Guck dir mal den Berg an. Ich habe den komplett ausgehöhlt. Was? Komm. Ja, komm. Guck ihn dir an. Ach du heiliger Strohsack. Was ist denn hier abgegangen? Das war doch der Kampf mit Balui und mir hier. Das ganze Balui, ja. Das war auch das, was ich dir eigentlich sagen wollte. Basti, ich bin ehrlich der Meinung, sage ich jetzt ganz offen, ja. Was? Auch wenn die Götter vielleicht etwas anderes von uns erwarten würden. Ich bin der Meinung, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, und ich erwarte von dir, dass du dir das auch einmal durch den Kopf gehen lässt, ja? Ich bin der Meinung, wir sollten nicht nach Balui suchen. Einfach aus dem Grund, was haben wir Falsches getan? Wir wollten doch nur, dass er seinen Drachen nutzt. Kevin, lass mich kurz ausreden. Ich sehe mich immer noch als bester Freund von Balui und du gehörst auch dazu. Du bist mittlerweile auch ein richtig, richtig guter Freund geworden von uns. Und wir als Freunde, wir wollen ja, dass nur das Beste. Es allen gut geht, dass es das Beste ist. Und die Rune tut Balui nicht gut. Er ist richtig fett geworden dadurch. Und deswegen haben wir nichts Falsches gemacht. Er ist richtig ausgerastet. Und deswegen soll er angekrochen kommen. Kevin, okay. Warum lachst du? Ich lach nicht. Ich finde deine Argumente wirklich sehr, sehr gut. Ja, die sind wirklich richtig so. Also ich bin auch der Meinung, dass er durch die Rune viel zu faul geworden ist. Das ist auch der Grund, warum er das mit der Magie nicht mehr hinkriegt. Weil er sich viel zu sehr auf dieser Magie ausgeruht hat. Ja, eben. Deswegen bin ich dafür, dass... Also Kevin, hier, ich habe in der... Du kannst aus der Kiste hier, kannst du ganz viel Drachenglas mitnehmen. Wo hast du die denn? Hier, die steht am Berg. Hast du nicht gesehen, wie ich den Berg ausgehöhlt habe? Doch, ich habe da reingeschaut. Aber wo steht die auf welchem Berg jetzt? Auf dem hier, der Begegnung oder auf Nein, dem... hier, bei mir. Oh, ich bin auf dem Berg der Begegnung zurückgegangen. Ich habe gedacht, du hättest sie jetzt hier aufgebaut. Warte. Kevin. So, aua, oh. Da, oh. Oh. Wasser. Guck da. Da. Aua. Da in der Kiste. Ich habe das Drachenglas genommen. Nehm vielleicht mal ein bisschen Cobblestone und das andere Steinzeug mal mit. Das Problem ist, ich habe nicht mehr so viel Platz bei mir. Ja, ich muss da auch ein bisschen was opfern, aber naja. So. Also ich bin mal gespannt, ob Balui zu Sinnen kommt. Ja, ich hoffe, dass er so langsam aber sicher mal begreift, dass er derjenige ist, der hier Mist gebaut hat, nicht wir. Das stimmt eindeutig. Also wir haben nur im Guten gehandelt. Also absolut. So. Weil... Durch seine Faulheit, also diese Rune, ich verstehe das echt nicht, warum man die überhaupt benutzt. Ja, der hat so einen schönen Drachen, so einen schönen ausgeprägten Drachen, mit dem man überall hinfliegen und Spaß haben kann, ja. Ich versuche seit zig Tagen einen eigenen Drachen zu bekommen, ja, bin ich in der Lage einen zu bekommen. Dann hatte ich mal solche kleineren Phönixdrachen, die sind auch tot. Ich bin nur noch mit meinem Drachen rumgereist, als ich ihn hatte. Hörst du das? Nein, wow! Balui, lass die Kanone in Ruhe! Balui! Lass die Kanone in Ruhe! Ich lass die Kanone in Ruhe. Sie ist genauso mein Teil wie dein Teil. Hä, du bist gegangen! Unten. Du bist abgehauen! Ja, dann überleg mal, warum ich gegangen bin. Entschuldig dich, Balui! Ich entschuldige mich für gar nichts. Hä? Und was willst du jetzt von uns? Ihr könnt euch entschuldigen. Als ob wir uns bei dir entschuldigen. Ja, dann lassen wir das mit der Entschuldigung und tun einfach weiter so, als wenn nichts gewesen wäre. Ganz toll. Schon okay. Balui, du kannst jetzt aufhören, hier negative Stimmung zu verbreiten. Nein, ich bin nur zurückgekommen, damit wir gemeinsam an der Kanone arbeiten können. Aber war alles andere. Hör doch jetzt auf, rumzuzicken. Ja, was soll das denn? Mir einfach mein Eigentum verbrennen und vernichten. Hä, dein Eigentum? Die Rune, du hast. Ich habe sie erzeugt. Ich verstehe nicht, warum du das so drauf abfährst. Es ist meine Magie, das, was mich stark macht. Soll ich auch mal eben deine Rüstung und deine Waffen verbrennen? Du hast doch eine Rüstung und Waffen. Oder Kevin, sein Hammer. Moment, soll ich hier. Das versuchen, meinen Hammer zu verbrennen. Ich will deine Rüstung nicht verbrennen. Verbrennst? Nein, das habe ich nicht nötig. Das sind materielle weißt du was, Dinge, Basti? Da scheiß ich drauf. Ich dachte, wir wären ernsthaft gute Freunde. Und Basti ist ein guter Freund. Der hat das gerade noch gesagt zu mir, dass er dein bester Freund ist. Ja, aber beste Freunde tun sowas nicht. Doch, ich Basti hat doch auch nichts getan. Hey, Basti hat auch nichts getan. Ich habe die Rune verbrannt. Aber er hat dich auch nicht daran gehindert. Ja, weil er der Meinung ist, dass auch das die beste Lösung ist. Guck mal, du siehst doch schon, wie süchtig du nach dieser Rune bist. Ja, das ist weil du nicht mehr, ja, du bist schon süchtig von dieser Rune. Ich habe das Gefühl, dass sie Besitz von dir ergriffen hat. Das ist keine Sucht, Kevin. Das ist doch einfach ein Fortbewegungsmittel. Du bist süchtig danach, dich nicht bewegen zu müssen, ja, weil du schon so ein richtig fauler Magier geworden bist. Und das warum soll ich denn Komfort nicht nutzen? Erkennbar. Sag mal, und das
was hast du gerade gesagt? Du wärst ein richtig guter Freund und dann sagst du mir sowas? Du hast über Kevin sein Gewicht noch nie was gesagt. Balui, guck mal, das hat schon zwei Nachteile mit dieser Rune. Erstens, du hast dich nicht um deinen Drachen aktiv gekümmert, ja? Das nächste ist, dadurch, dass du überall hingeflogen bist, ja, sag ich das jetzt mal gerade raus, bist du schon ein bisschen kräftiger geworden, ja? Und guck dich damit, in meinen Spiegel, Mann. Und damit tust du auch noch deinem Drachen zweimal weh, ja? Du kümmerst dich nicht um deinen Drachen und dann erwartest du, dass der dich schweren Magier trägt. Sag mal, Balui, was baust du da eigentlich? Den Anschluss. Hast du das in dem Buch nicht richtig gesehen? Hier muss der Drache draufstehen. Kevin hat gesagt, es muss anders sein. Kevin? Was denn? Hier muss der Drache drauf landen und stehen. Und von hier aus muss der Atem durch das Rohr gehen. Der vergeudet unsere ganzen Blöcke. Also, ich weiß nicht, reicht der Atem überhaupt so weit rein, Balui? Bist du dir da absolut sicher? Nun, überleg mal, hast du schon mal kalte und warme Winde zusammenkommen gehen? Das erzeugt eine noch stärkere Macht. Und die bündelt sich dann in dem einzigen Ausgang, der hier vorne ist, weil an den Seiten wird ja dauerhaft nachgefeuert. Gut, wenn du das sagst, dann vertrauen wir dir jetzt mal. Moment, ich das sage, ich dachte, das wäre, naja, also erstmal stand es doch in dem Buch, oder nicht? Ich habe das Buch nie gesehen. Also ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das so gebaut wurde. Also ich weiß nur, dass es zwei Öffnungen gab, in die reingespeit wurde, aber wie groß die waren, das weiß ich nicht. Ja, das ist ja auch schwierig, diese Seiten sind ja auch nicht mehr so gut erhalten, aber ich denke, dass das so muss. Ich versuche hier unten noch mehr Stabilität dran zu bringen, ja? Denk dran, das muss einer sehr hohen Temperatur standhalten. Ja, tut es doch, das Glas. Ja, das Glas, aber die Unterkonstruktion muss es mittragen können. Ja, deswegen machen wir es ja aus Stein, weil Stein wird das aushalten können. Du weißt, was Lava ist, ne? Geschmolzener Stein. Ach, Balui, komm, bist du jetzt hier hingekommen, um die ganze Zeit Stress zu schieben? Dann kannst du wieder gehen. Mich verarschen? Ich sage doch nur, dass du an was denken sollst. Was ist denn daran so schlimm? Du verkaufst uns immer für dumm. Ja, du machst das immer auf so einer klugscheißerischen Art. Und das macht man auch nicht mit seinen Freunden, die immer als dumm verkaufen an alle. Sag mal, das tue ich doch gar nicht. Doch. Nein. Wir haben uns natürlich schon darüber Gedanken gemacht, ob das Stein zu Lava werden könnte. Aber siehst du hier weit und breit irgendwas, was wir bessere Alternative nehmen könnten? Nein. Siehst du? Dann bleibt uns nur die Option, es zu versuchen. Ich meine jetzt, ob wir das da drunter bauen oder nicht, ja, macht gar keinen Unterschied, weil im schlimmsten Fall würde immerhin die Kanone kaputt gehen. Vielleicht hält sie so mindestens lange genug, dass wir einen Schuss abfeuern können. Wäre das Ungünstigste, was passieren kann. Ja, aber damit sollten wir auf jeden Fall rechnen. Ja gut. Wir packen sie einfach so dick ein, dass selbst wenn das passieren würde, dass es schmilzt, die Kanone einfach viel zu lange bräuchte, um abzusacken, damit sie wenigstens einen Schuss abgeben kann. Ja, du hast recht. Ich meine, mehr als einen Schuss brauchen wir nicht. Die Frage ist nur, was passiert eigentlich, wenn wir das auf diese Kugel schießen? Geht die dann kaputt oder so? Platzt die? Explodiert die? Also ich hatte noch in Erinnerung... Den Urdrachen da drin. Also ich, um das mal zu sagen, Jungs, ne? Also ich habe in Erinnerung, dass in dem Buch, die da reingegangen sind, dann in die Kugel. Ah, wie? Keine Ahnung, die haben die aufgeschossen und dann sind die da reingegangen. Wir waren doch schon mal in der Kugel drin, wo wir den Drachen getötet haben. Nein. Das war, glaube ich, nicht richtig, Basti. Basti, hast du mal gesehen, dass sich jetzt etwas in der Kugel befindet? Ja, und ja, da sind die, glaube ich, hingegangen, als sie aufgeschossen haben. Oh, oh. Die Landeplattform für die Drachen reicht noch nicht. Wozu brauchen die denn eine Plattform, Mann? Balui, die brauchen keine Plattform. Natürlich, die müssen doch irgendwo draufstehen. Hey, du kannst doch im Flug da reinspeien, oder nicht? Aber ist das so genau? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Basti, ist der Drachenkopf auf der Höhe? Ah, wir haben Kevin, der kann dann aufpassen, dass wir das richtig machen. Ah. Weiß nicht, dann müsste es. Vielleicht müssten wir es mehr trichterförmig bauen, weißt du, was ich meine? Mehr trichterförmig? Ja, mehr. Oh, dass ich da immer überall jetzt hochlaufen muss. Aber das Ding ist, haben wir denn genug Drachenglas dafür? Guck mal, ich finde zum Beispiel, das hier könnte man ein bisschen anders strukturieren, indem wir vielleicht hingehen und Richterform, warte mal, so. Das ein bisschen also größer drumherum äußer, machen, ne? Genau. Ja, guck mal. So. Ja, ich habe leider keine Möglichkeit, das wieder abzubauen, was ich gesetzt habe. Ich habe genau. Genau, Basti. Das meinte ich.
So. Ciao. Ich kümmere mich jetzt hier drum, noch das zu machen, so. Sehr gut. So, genau. Ja, doch, das müsste passen. Boah, ich bin aber auch dafür, dass wir gleich mal eine Pause machen. Ey, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Ich bin echt erledigt. Ich muss ein bisschen, ich habe langsam Hunger. Ach, weißt du was? Ich und Balui bauen das Ding weiter. Ken, was? Ruh du dich aus. Gib mir meine Rune und ich baue das. Wir haben deine Rune nicht mehr, Balui. Ja, gib mir eine neue. Gib mir einen Blutaltar. Willst du jetzt wieder mit einem Blutaltar? Dann baue ich mir eine neue Rune. So, wofür brauchst du die Rune? Du hast doch einen Drachen. Mit einer Rune komme ich aber hier mal eben den Berg rauf. Mit einem Drachen kann ich nur irgendwo landen, wo viel Platz ist. Das ist doch wohl nicht so schwierig zu verstehen. Ich muss das Ganze auch machen. Du hast vielleicht noch einen Stab. Nein, ich habe keinen Stab. So, Basti, ist es so gut? Ich habe einen Stab. Ja. Und das auch nur, weil mein Drache wegen dir gestorben ist. Wie? Mein Phönixdrache. Ja, ist klar. Ich bin eh alles verschuldet. Das ist schon okay. Ach, Balu, jetzt fall nicht wieder hier die Mitleidsschiene. Ja, du hast mich damals überredet und gesagt, was, ich soll dem Urdrachen vertrauen. Die Rune, die bräuchtest du nur, wenn du plötzlich wo runterfällst. Ganz ehrlich, ich verstehe echt nicht, warum ich euch Freunde nenne. Weil wir dann. Aber nur, wenn wir runterfällen, ne? Weil wir die besten Freunde sind, die man haben kann. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt leider nicht. Wo helft ihr? Wisst ihr was? Ich bin nur hier, um den Urdrachen aufzuhalten. Danach bin ich weg. Danach reicht's mir. Kleine Zicke. Ja, ihr seht nicht mal ein, dass ihr unfair oder gemein zu mir seid. Kein bisschen. Ja, du siehst nicht mal ein, dass du unfair und gemein zu uns bist. Du könntest einfach mal sagen, Entschuldigung, Balui, dass ich deine Rune vernichtet habe. Ich will doch gar nichts weiteres. Außer, dass du sagst, Entschuldigung Balui, dass ich deine Rune vernichtet habe, weil wir wollten, dass du dich mehr um deinen Drachen kümmerst. Ja, danke schön. Hä, das hat er schon mal okay. Das hat er schon gesagt. Das hat er so nicht gesagt. Doch. Genau so. Da warst du auch angezickt. Du hast es aber nicht ernst gemeint. Du hast es nur so lapidar. Ich hab das jetzt genauso gemeint wie letztes Mal. Ja, du hast einen Drachen. Nee, ich hab's jetzt genauso gemeint wie letztes Mal. Also, Balui. Also ich finde, die Kanone, die wir hier bauen, die sieht schon gut aus, ne? Ja, mega gut, ne? Ja, das stimmt allerdings. Die sollte das auf jeden Fall schaffen, Jungs. Na, hoffentlich. Ich hoffe, dass... Beim Glas habt ihr ja mehr als genug besorgt. Ich hoffe, dass wir das... Das war ich. Echt, ja, das muss ich sagen, das hat Basti besorgt. Ja, hast du gut gemacht, Basti. Seht ihr, so funktioniert Loben. Ja, ne? Und Kevin, du hast eine tolle Konstruktion gebaut. Hast du gut gemacht. Verstärke das hier mit dem weißen Stein. Bau das jetzt nicht zu weit, Balui, weil ich habe jetzt das Gerüst extra nur bis hier vorne. Ja, ich habe nur die Mündung noch etwas angepasst. So. Ich hoffe, dass wir genau die Kugel auch damit treffen. Ja, das muss funktionieren, das muss funktionieren. Es sieht so aus. Wir könnten sie... Ja. Sie ist ein bisschen tief, ne? Aber... Das müsste klappen. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Kugel wird ja auch nochmal ein bisschen Einfluss auf den Flug unseres Feuers oder so haben. Die saugt ja alles an. Ja, die saugt ja alles an und deswegen. Das sollte auf jeden Fall nochmal helfen. Okay, Jungs, dann wir sollten auf jeden Fall unsere Kräfte ein wenig schonen. Wir müssen nämlich jetzt gucken, wir müssen morgen oder übermorgen das ganze Ding hier sogar in Betrieb nehmen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Habt ihr schon gesehen, die Kugel, das wird immer schlimmer. Du hast recht. Das werden wir auf jeden Fall machen.